FIFA und UEFA werden vorgegeben, wenn sowas passiert, ist es eine rote Karte, zählt als Tätlichkeit. Da sitzen ja Schiedsrichterbeobachter oben. Jeder Schiri, der da dabei ist, möchte natürlich auch das Endspiel pfeifen. Genau. Wenn der das nicht ahndet, dann sagen die, du kannst nächste Woche pfeifen, Hamburg gegen St. Pauli, aber kein Endspiel in der Europameisterschaft. Grundsätzlich, deswegen machen die das. Halten Sie die deutsche Mannschaft für überschätzt? Ich zitiere jetzt von der Klasse. Mal, ich zitiere von der Klasse. Jo. Sie sagen zum Beispiel so schöne Sätze wie, ein Odonko hätte bei Helmut Schön nicht mal den Medizinkoffer tragen dürfen. Auch 10 Jahre später. Auch noch 10 Jahre später. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Spieler auch nennen, die hätten Beispiel? Die Bälle in immer raus Ring. Damit. Ist jo. Schon spät. Ja, ist schon spät. Da sind ein paar andere dabei, ob das jetzt... Was sagen Sie denn zu Trochowski, dem dritten Polen im Team? Ein sehr guter Spieler, hat beim HSV sehr gut gespielt. Warum kommt er nicht zum Einsatz? Mein Weil der Jogi Löw ihn nicht aufstellt. Ja. Ich glaube, das hat er gelernt. Ja, als er früher fragte den Trainer, warum spiele ich nicht? Geh, ich habe zum Kuno Kretzer auch immer gesagt, für den Hamburg, warum spiele ich nicht? Ja, genau, weil ich die nicht aufstelle. Ja, genau. Noch ein Zitat. Setz dich wieder hin. Noch ein Zitat von Ihnen. Zu meiner Zeit war einer wie Grabowski nur der Joker. So einen genialen Spieler würden Sie heute so lange mit Geldbündeln auf den Kopf hauen, bis er bewusstlos ist. So ist es. Bleibe ich dabei und noch 15 andere Spieler. Könnte jetzt das Publikum fragen, gibt es heute einen Netzer, einen Oberrat, einen Beckenbauer, einen Grabowski, einen Libuda, Abramczyk, wie die alle heißen. Die wohnen heute alle in Portugal, das ist das Problem. Nein, aber das war ein Spieler, da war genau. Die Klasse, da ist man auch dreimal Weltmeister geworden. Noch so ein schöner Satz, jede Bratwurst glaubt, sie sei die allergrößte und wenn sie einen Pass über 5 Meter spielt, ist sie ein Star und wenn sie dann auch noch die Werbebande trifft, ein Superstar. Auch gut. Ich habe anders gesagt, wenn einer einen stehenden Bus aus 5 Metern trifft, ist er Nationalspieler. Wenn er bei der Tür reintrifft und trifft den Chauffeur, muss er nach England. Der deutsche Spieler, vor allem die mitverhandelte Qualität. Humoristisch gab es ja schon einiges aufzuarbeiten. Wir würden jetzt gerne, weil wir hier gerade so viele Humoristen haben, mal ein kleines Spielchen mit euch spielen, euch mal zitieren mit, konfrontieren mit Zitaten. Hier ist das erste. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Wer hat das gesagt? Oh Gott, das ist immer schwer, das jemandem zuzuordnen. Podolski. Ja, Podolski hat das. Ja, das hat Podolski. Also man ist mit Andi Möller liegt man eigentlich immer richtig, weil der hat die meisten. Es war in diesem Fall, schauen wir uns mal an, tatsächlich Podolski. Übersehen. So. Dann noch einer. I look not back, I look in front. Andi Möller. Ja, mein Namenspatron, genau. Wer war's? Vielleicht war es sogar Beckenbauer? Das ist nur der Matthäus, oder? Ja, Beckenbauer ist insofern richtig, als das natürlich die Himmelsrichtung stimmt. Der hat ja auch mal da gespielt. Gerd Müller war als erster in den USA, ja. Nein, der kann es nicht gewesen, der kann nicht Englisch. Also? Nach Gerd Müller war doch. Die Lösung ist. Beckenbauer noch jemand? Lothar Matthäus. Punkt für mich. Da gab es ja auch dieses schöne Zitat: I hope we have a little bit lucky. Ja. Das war seine erste Pressekonferenz hier. Da muss man sagen, da hat er recht. Da muss man sagen, da hat er recht, weil er sagt, wir hätten heute die Qualität der deutschen Mannschaft sei nicht mehr so, wie sie war. Ich finde, das ist auch sprachlich so. Es fehlt wirklich an Lothar Matthäus. Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, das sind Trainer, die sagen ganze Sätze. Das ist eine absolute Enttäuschung. Das irritiert die, ja? Ja. Cool. Und dann haben wir noch einen. Da habe ich gedacht, da tue ich ihn.